Und wenn es dir gut geht, dann kannst du ja mehr vom Leben holen. Dann kannst du vielleicht besser ein Business starten, dann kannst du vielleicht besser eine Beziehung eingehen. Du kannst dir dann alles viel besser machen, erstmal, wenn es dir gut geht. Aber was machen zum Beispiel die meisten Beziehungen da draußen? Mir geht's schlecht. Jetzt brauche ich einen Partner, das mir... So, aber soll es nicht zuerst dir gut gehen, damit du dann einen Partner findest, dem es vielleicht auch gut geht, und dann können sie zusammen mehr vom Leben haben. Aber wenn es dir schlecht geht, dein Partner geht schlecht und jetzt geht es euch beiden gut, weil ihr beide euch habt, ist es ja eine Abhängigkeitsbeziehung und automatisch machst du dich von ihm abhängig, er macht sich von dir abhängig. Das heißt, wenn ihr beide nicht beieinander seid, geht es euch beiden wie? So. Ja. Und dann, pass mal auf, wenn es dir gut geht, und jetzt holst du dir mehr vom Leben, okay? So, solltest du erst dann sagen, okay, jetzt gehe ich ins Dienen hinein. Wenn du wirklich mehr vom Leben hast, dass du dann ins Dienen reingehst. Und dann kannst du mal anderen helfen.